Gruppe, ein Lehrer, der hieß Pape. Der unterrichtete Deutsch und Erdkunde, meiner Ansicht nach. An den habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen. Das, leider ist er, glaube ich, vor etlichen Jahrzehnten schon gestorben, relativ frühzeitig. Anfänglich um 7:30. Ja, dann schleppte es sich. Ich meine mal, 7:50 war dann jetzt spätestens, wo wir da losgelaufen sind und noch pünktlich hier erschienen sind. Tag um Tag. Außerdem hatte ich damals noch Samstagsunterricht. Ich verstehe gar nicht, wie man das alles gemacht hat und durchhalten konnte. Ja. Also einerseits, eine Erinnerung sind diese Stangen da hinten. Da bin ich nie hochgekommen. Bin höchstens, so viel wie 2 Briefmarken weit vom Fußboden weggekommen. Also nicht gegeneinander gleichzeitig wäre zu gefährlich gewesen, sondern wir sind einfach nach Zeit gefahren. Und zwar so rum, dann hier vorne rechts und dann war die Stadtautobahn noch nicht da. Es war wie eine tote Straße, sie hatten nur so einen Brückenteil erst fertig gemacht. Dann wieder rechts und dann am Hauptpostamt wieder rechts rein und dann hier am Rias wieder zurück. Und immer natürlich mit quietschenden Reifen und Schleudern im Auto und so weiter. Ein völliger Wahnsinn, ja. Würde ich heute sagen, so einen Quatsch habe ich gemacht oder haben wir gemacht? Ein Raum, in dem bestimmte Arbeiten, Prüfungsarbeiten geschrieben wurden oder ich hatte auch gemalt worden für eine Kunstzensur. Da hat man sich immer zurückgezogen und wahrscheinlich auch in Verbindung mit dem Kunstraum, dass man hier arbeitet. Also, der hieß, glaube ich, Dr. Löbert, betreute die Fußballmannschaft in einer mehrere Jahre hintereinander. Und wir sind ja da, glaube ich, 2-mal Berliner Meister geworden mit der Mannschaft. In der offenen Klasse war das jeweils. Und das war immer sehr nett. Man konnte immer 1-2 Stunden vorher gehen. Die Fachlehrer waren zwar immer sauer, wenn man eben zum Fußballspiel ging, aber war ja auch ein kleines Renommee für die Schule. Berliner Meister sind wir 1-mal geworden auf dem Platz von Hertha Zehlendorf am 7-Ennenweg. Und 1-mal hinten am kühlen Grund, hinterm Mommsenstadion. Ich glaube, es waren 63 und 64 waren wir Berliner Fußballmeister. Aber da müsste ich zu Hause noch mal gucken. Ja, der Herr Löbert war ein, wenn man das Wort nehmen will, ein Lieblingslehrer, Dr. Löbert. Dr. Löbert hat mal gesagt, werde ich nicht vergessen, da kam ich vom Klo. Und hab den auf dem Flur getroffen und hab gesagt, Dr. Löbert, Sie waren auf kein Klopapier auf dem Klo, wo kriege ich denn das her? Und er sagt, ja, hör mal zu, ein gesunder Darm kneift sauber ab. Löbert war ein total netter Lehrer insgesamt, ein ganz kinder- und jugendlichenfreundlicher Mensch, der auch geguckt hat, dass man als nicht zu kurz kommt insgesamt. Man musste mit ihm etwas verhandeln, hat er gesagt, gut, ob man Fußball spielen darf. War ja immer das gleiche Spiel. 10 Minuten irgendwas Gymnastisches oder so und dann durfte man Fußball spielen. Das war so ein bisschen die Bedingung, aber wenn du ihn kanntest, war das ganz schön. Der hat auch die Schulfußballmannschaft betreut und ist immer überall mitgefahren. Ich glaube, auch Rudern hat er gemacht, also auch viele Veranstaltungen außerhalb. Ich finde, der hat sich hier für die Kids gut eingesetzt. Hinter diesem Fenster war das Zimmer von der Frau Dr. Dienwiebel. Das war damals die Direktorin. Und die hatte in diesem Zimmer einen Boxerhund, der lag da immer unterm Tisch. Und dieser Hund war natürlich ziemlich erschreckt, weil die Scheibe plötzlich rausflog und der Ball da rein. Und da musste ich mit Dr. Löbert da hingehen und um Verständnis und gut Wetter bitten. Und auch der Löbert hat für mich ein gutes Wort eingelegt, das wäre ihm im Rahmen des Trainings passiert und so weiter und so fort. Aber da muss ich sagen, das war mir ganz schön unangenehm. Das war nicht so gut. Solch ein Raum oder hier drunter, glaube ich, mich erinnern zu können, war mal eine Zeit lang ein Raucherraum für die Schule. Frau Biefert, ich glaube, es war die Geschichtslehrerin, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, die war eine Kaisertreue. Also wenn man radikal sagen würde, ob die noch auf dem Boden der Verfassung damals stand, weiß ich nicht. Der traten immer Tränen in die Augen, wenn sie vom Kaiserreich sprach. Hinter der Schule ist ja der Volkspark. Das war damals auch immer Laufstrecke für den Sportunterricht. 1000 Meter oder 2000 Meter Läufe oder sowas habe ich gehasst wie die Pest, weil ich nie Langstreckenläufer war. Eher immer nur Sprinter.
Und was macht man heute? Heute joggt man durch den Volkspark. Nach der großen Pause kam, glaube ich, Herr Kaspari zu mir und fragte mich, ob ich in einer großen Pause die Schule verlassen hätte. Und ich habe gesagt, nein, ich habe die Schule nicht verlassen. Und daraufhin musste ich das Klassenbuch bringen. Und dann hat er ins Klassenbuch unten bei den Bemerkungen eingetragen, Fritze verlässt in der großen Pause die Schule und lügt. Und ich wurde mit einem Tadel bestraft. Das ist, das ist der Raum von Frau Küster. Und da geht's direkt zur Aula rein. Musik, na klar. Frau Doktor, der Name kommt mir nicht mehr über die Lippen. Küster? Frau Küster, nicht Frau Doktor, Frau Küster. Na klar, die Geschichte der Unterstufe oder der Mittelstufe im Musiksaal, der ja ein Podest hatte, nach oben 4-5 Stufen. Und mit dem Namen Buchheimer war man natürlich am Anfang des Alphabets. Und noch vor mir noch im Alphabet war einer mit BR vorne, der kam vor mir ran und der wollte nicht vorsingen. Und um das zu vermeiden, bat er uns, dass wir ihm beim Verstecken helfen. Und in den Musiksaal ging es ja stufenweise nach oben und da waren, um an die Heizung ranzukommen, an den Heizungskörpern solche Klappen angebracht. Und die kontrollierte anfänglich die Anwesenheit und derjenige, der vorsingen sollte mit dem Buchstaben BR, wurde aufgerufen, war dann urplötzlich mitten der Stunde nicht mehr erreichbar. Er war wie vom Erdboden verschwunden. Und der wimmerte da unten in der Hitze und neben der Heizung, aber wir ließen ihn nicht mehr nach oben. Hatte aber den Vorteil, dass er nicht vorsingen musste. Wenn ich vorsingen musste, war das immer ein was Grauenvolles, weil ich natürlich keinen Ton traf. Abiturfoto wurde auch hier gemacht. Dann waren wir alle vor der Tür. Und sind fotografiert worden. Meine Kinder sind hier auch zur Schule gegangen. Ja? Beide. Hier habe ich meine erste Frau kennengelernt und geheiratet. Zwei Kinder, Frauke und Boris, und sind beide hier zur Schule gegangen. Also gefühlsmäßig, wenn du denn da drin steckst, ist ja immer mit Stress auch verbunden und so, aber so nach zurückblickend war das gut. Ich glaube, ich habe hier bin ja jetzt ordentlich durch die Schule gegangen, habe viel gelernt, glaube ich, das will ich mal hier lobend erwähnen. Nicht über alle, nicht in allen Fächern, aber so rundherum, ich bin ganz gut hier durchgegangen und hat mir auch ein bisschen weitergeholfen. Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich richtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, Rücken los und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist